Heute geht es darum, ob das Pferd eigentlich zum Kuscheln geeignet ist, beziehungsweise ob man mit dem auch viel rumkuscheln kann. Das erfahrt ihr in diesem Video. Ihr kennt es bestimmt auch, ihr fühlt euch in der Schule richtig blöd, könnt euch nicht mehr konzentrieren, weil ihr Kopfschmerzen habt oder ähnliches. Und dann gehört man ja eigentlich aufs Sofa bzw. ins Bett. Mir ging es vor ein paar Monaten genauso, da war das mit Corona noch nicht so, dass wenn man bei dem kleinsten Schnupfen schon zu Hause bleiben musste. Aber Sicherheit ist Sicherheit. Naja, mir ging es vor einigen Monaten auch einmal so und dann wurde ich abgeholt. Auf dem Rückweg von der Schule nach Hause sind wir dann noch bei Juni vorbeigefahren und ich habe ihn auf dem Paddock einfach ein bisschen gekuschelt. Und es hilft tatsächlich, wenn man mit zum Beispiel seinem eigenen Pferd oder seinem eigenen Haustier kuschelt. Vielleicht hilft es auch einfach bei der Reitbeteiligung. Ich habe irgendwie nicht so wirklich eine Ahnung, wieso das so ist. Auf jeden Fall ging es mir danach besser, also ein bisschen besser. Und dann bin ich aber auch gleich aufs Sofa gegangen und habe mich dann ausgeruht. Natürlich ist das Pferd kein Kuscheltier. Ich meine, ich könnte ja jetzt mit meinem Glubschi-Pferd einfach jetzt im einen Moment kuscheln und im anderen Moment einfach wegschmeißen. So, nee, ich hab jetzt keinen Bock mehr auf dich. Natürlich geht das mit dem Pferd nicht, mit dem echten Pferd. Da kannst du nicht sagen, okay, ich möchte jetzt kuscheln mit dir. Ach nee, hab keinen Bock, also werf ich dich mal weg oder, also nicht in die Mülltonne, sondern werf dich, lass dich einfach mal in Ruhe und so und kümmere mich nicht mehr um dich. Das geht natürlich bei einem Pferd nicht. Wenn man sich ein Pferd kauft, muss man auch die Verantwortung dafür tragen, dass wenn man kann zum Pferd, sprich, wenn man zu Hause ist und nicht irgendwie krank im Bett liegt, dann sollte man auf jeden Fall zum Pferd hin. Natürlich nicht, wenn es jetzt strömt. Da gibt es auch verschiedene Ausnahmen, wenn man im Urlaub ist. Könnte ich jetzt alle aufzählen, dann wird das Video aber, glaube ich, zu lang. Auf jeden Fall habe ich mich für ein Pferd entschieden und habe auch bewusst mich für ein Pferd entschieden und habe nicht gesagt, ja, ich wünsche mir jetzt einfach mal ein Pferd, also nehme ich mir jetzt auch mal einfach mal eins, beziehungsweise lass mir eins schenken. Ich kuschel zwar gerne mit Juni, aber wenn er es nicht will, dann lasse ich es eigentlich auch da. Seid dann aber auch bitte vernünftig und sagt dann, okay, mein Pferd will nicht kuscheln, dann muss ich nicht mit ihm kuscheln. Bei so einem Kuscheltier ist das natürlich was anderes. Da kann ich jetzt sagen, ich habe heute Lust mit dem Pferd zu kuscheln und morgen nehme ich den Hund zum Beispiel. Das kann man machen. Und Kuscheltiere kosten auch nicht so viel wie Pferde oder echte Tiere. Natürlich hängt es auch vom Tier ab, wie sehr es mag, gekuschelt zu werden. Wenn es ein Tier ist, was es so, so liebt, gekuschelt zu werden und am liebsten den ganzen Tag mit dem Besitzer kuscheln könnte, ist es natürlich was anderes, als wenn man ein Tier hat, was eigentlich Kuscheln komplett hasst und so den ganzen Tag nichts von Kuscheln hält. Und seid da auch nicht scheu, sagt dann auch euren Freunden, Familie, Verwandte, was weiß ich, jeder, der mit dem Pferd gerade mal kuscheln möchte, oder mit dem Tier gerade mal kuscheln möchte, entweder sagen, ja, kannst du, der liebt es, gekuschelt zu werden, oder er so, nee, also, der mag es nicht, gekuschelt zu werden. Seid ihr ehrlich, nicht, dass euer Tier dann am Ende noch denjenigen verletzt, der versucht, dieses Tier zu kuscheln. Natürlich kann man so ein ganz einfaches Kuscheltier mal so eben in den Rucksack oder in die Tasche stecken, wenn man verreisen will, was heißt verreisen will, in den Urlaub fahren will.
Mit dem Tier ist das halt eher schwieriger. Wenn es ein Hund ist, da braucht man ein Hotel, wo Hunde erlaubt sind. Beim Pferd muss man sich um den Hof kümmern. Das ist halt alles viel aufwendiger, was dieses Ganze in den Urlaub fahren angeht. Ein Kuscheltier stopfe ich einfach in die Tasche. Ein Pferd muss ich in den Hänger bekommen, muss ich vorsichtig Auto fahren, beziehungsweise Pferd fahren meine Eltern dann. Da müssen wir dann da aufpassen, dass das Pferd auch gut versorgt ist und so, beziehungsweise dass ich es dort dann auch jeden Tag besuche. Und beim Kuscheltier, da kann ich sagen, ich pack's mit ins Auto und das bleibt, während ich essen gehe, einfach mal im Bett liegen, bei mir zum Beispiel. Da ist man natürlich viel flexibler. Und so ein Pferd kann man nicht mal eben mit zum Kuscheln ins Bett nehmen, ins Haus nehmen, in den Garten nehmen. Was beim Kuscheltier natürlich viel, viel einfacher ist. Das Kuscheltier schleppe ich jetzt einfach überall mit hin, wo ich es gerade mit hinnehmen möchte und wo ich gerade Lust zu habe. Und wenn ich gerade keine Lust habe, das mitzunehmen, lasse ich einfach liegen. Beim Pferd kann ich nicht sagen, ja, komm her, ich will kuscheln, komm mal mit aufs Sofa. Oder, ja, komm her, habe jetzt Lust, dich zu kuscheln, du musst jetzt mit in den Garten kommen oder du musst jetzt mit in die Küche kommen. Natürlich ist so ein Pferd auch viel, viel größer als ein Kuscheltier, beziehungsweise ein Tier ist größer als ein Kuscheltier, wobei es da auch von der Größe des Kuscheltiers abhängt. Zum Beispiel der Bär hier ist jetzt größer als eine Maus, aber der Bär ist auch einfach, den kann ich so nehmen oder so. Dem ist es eigentlich relativ egal, was ich mit ihm mache. Nur zerschneiden mache ich das nicht, aber egal. Ich sehe vor allem Pferde nicht als Sportgerät an, sondern als Sportsfreund bzw. als einen Partner im Sport, mit dem man meistens zusammen mehr Spaß hat als alleine. Das war's dann aber auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hallo!